Top-Kulisse beim Oberfranken-Derby im Fuchsparkstadion. Knapp 2930 Zuschauer sind mit dabei beim ungleichen Duell des Tabellenvorletzten mit dem Dritten. Die Fakten natürlich klar auf Seiten der Spielvereinigung Bayreuth, die in der Rückrunde zwar noch auf den ersten Sieg wartet, aber trotzdem als klarer Favorit in dieses Match geht. Der FC Eintracht Bamberg im gewohnten Violett ist nach dem extrem schmerzhaften 0:4 gegen Buchbach und insgesamt nur 2 Punkten aus den vergangenen 6 Partien auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Dennoch hat der Verein pünktlich vor dem Derby in einem Statement Coach Jan Gernlein und der Mannschaft demonstrativ den Rücken gestärkt. Damit hinein ins Spiel, das wegen des hohen Fanandrangs mit 10 Minuten Verspätung begann. Und auch auf dem Rasen der Start eher zögerlich. Sinnbildlich dafür dieser etwas zu unentschlossene Kopfball von Tobias Weber nach einer Ecke in der 7. Minute. Dennoch war schnell klar, wie sich das Geschehen hier entwickeln sollte. Die zunächst auf eine stabile Defensive bedachten Domreiter überließen den Gästen den Ball, die aus ihrer Überlegenheit aber noch kein Kapital schlagen konnten. Die erste echte Chance, daher auch erst nach fast einer halben Stunde. Marco Stefandl setzt sich da stark durch, sein Abschluss dann eigentlich auch nicht schlecht, aber dann doch etwas zu unplatziert, um FCE-Keeper Benedikt Willert wirklich in Bedrängnis zu bringen. Die Hausherren ja zuletzt 3-mal ohne eigenen Torerfolg und auch hier offensiv schon sehr zurückhaltend. Dieser harmlose Distanzschuss von Luca Auer, die einzige Torannäherung im ersten Abschnitt. Ansonsten das Match eher geprägt von vielen Zweikämpfen und auch einigen Nicklichkeiten. Nach diesem unnötigen Schubser von Felix Heim an Gernlein beruhigten sich die Gemüter allerdings schnell wieder und es ging torlos in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff dann die Gastgeber mit dem besseren Start. Marc Reischmann wurstelt sich da irgendwie durch und bekommt die Kugel von Lukas Jankowiak wieder zurück. Der winkelt dann aber einen Tick zu spitz. Trotzdem hätte das durchaus die Führung sein können für die Heimelf. Die war danach jedoch hauptsächlich wieder in der eigenen Hälfte gefordert, konnte die Angriffe der Altstadt aber insgesamt gut wegverteidigen. In der 66. Minute setzt dann der kurz zuvor eingewechselte Patrick Scheder Yannick Graf perfekt in Szene und der 19-Jährige schiebt eiskalt ein zur erlösenden Führung. Schon beim 1:0 im Hinspiel hatte die Leihgabe aus Regensburg ja den Siegtreffer erzielt. Damit das Momentum natürlich auf Seiten der Altstadt, die in der 84. Minute dann zum K.O.-Schlag ausholte. Luca Leistner verliert da den Ball an Erol Zeynulahu, der bedient Scheder und der lässt Willert keine Chance. Nach dem tollen Assist zum 1:0 trifft der Joker nun auch selbst und sorgt damit für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit gab es dann wegen wiederholten Foulspiels noch Gelb-Rot für Bambergs Sebastian Valdez und den fälligen Freistoß nutzt die Spielvereinigung zum 3:0. Die Flanke des ebenfalls eingewechselten Marco Zic verwertet wiederum Scheder per Kopf und schwingt sich damit endgültig zum Matchwinner auf. Ja, also meiner Meinung nach haben wir das Spiel die 90 Minuten im Griff gehabt. Erste Halbzeit haben wir gefällig gespielt ohne das große Tempo, sind auch nicht zwingend gefährlich geworden. Haben wir angesprochen in der Halbzeit und zweite Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht, dann auch sauber den Ball laufen lassen, viel bessere Passquote als in der ersten Halbzeit, auch zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, nachgelegt, auch die Bank heute reingekommen, das Ding gezogen und es gibt nichts Schöneres als Derby-Siege. Mit dem Ergebnis nicht, aber mit der Art und Weise, weil die Jungs alles, was sie hatten, einfach wegverteidigt haben, weil sie, glaube ich, eine ganz gute Art und Weise gezeigt haben, alles geschlossen haben und ich glaube, mehr können wir einfach nicht tun. Und wenn der Gegner am Ende einmal den freien Spieler findet und das Tor macht, dann ist es ein Qualitätsunterschied. Wir haben die Chance, glaube ich, vorher. Und alles andere, diese Art und Weise, die wir dann haben, gegenseitig Rätschen zu feiern und so weiter, immer wieder an den Tag legen, weil das am Ende uns in der Liga halten wird. Und da bin ich heute sehr, sehr sicher und überzeugt davon. Der FC Eintracht Bamberg bleibt zum 4. Mal in Folge torlos und wartet nun schon seit 396 Minuten auf ein Erfolgserlebnis. Am Samstag geht's zu Spitzenreiter Schweinfurt. Bayreuth feiert dagegen im Derby den ersten Sieg in der Rückrunde und untermauert damit nicht nur seinen Status als Nummer 1 in Oberfranken, sondern auch Platz 2 in der Tabelle.